Albusch hat sich ja wieder von der Sängerin getrennt. Würdest du da einsteigen? Würdest du dich bewerben? No. Well, of course. It's a great gig. Ja, für die Rolle von Marco. Pues sinceramente no. Also bewerben nicht, aber ich würde nie sofort Nein sagen. Na, ich finde Herausforderungen und neue ja, Mitarbeiten, Projekten und so super. Das habe ich schon die ganze Zeit gemacht. Aber das ist kein Ziel von mir unbedingt. Ne? So, aber hey, who knows, right? Ich muss gestehen, vielleicht wissen es die wenigsten, ich habe mich 2006 beworben, bevor ich überhaupt in Bands eingestiegen bin, und damals habe ich das durchaus ernst gemeint. Aber es ist so, erstens mal bin ich glücklich in Zambia, ich bleibe auch dabei und wird da nicht aussteigen, auch wenn ich Nightwish-Fan bin, muss ich zugeben. Aber es ist so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ja, ich weiß nicht, wie da mit dem Sängerposten so umgegangen wird in dieser Band. I don't know if that job's open. I think Laura did. I mean, have you seen Laura? Videos, yeah. Well, I saw her twice in Los Angeles. Yeah. And she's wonderful. She's wonderful. She filled and more than filled the role. I honestly can't imagine the fact. So she wants to stay and they want to keep her, yeah, I think everyone benefits it. Nein. Ich habe ja auch die erste Sängerin-Suche schon aktiv als professionelle Musikerin mitgekriegt. Ich finde Nightwish klasse. Alte wie neue, muss ich dazu sagen. Beide Sängerinnen bis jetzt hatten Großes auf ihren eigenen Gebieten. Ich mag zum Beispiel jetzt Floor aktuell mag ich extrem gerne, gesanglich. Aber Nightwish ist unabhängig davon, dass meine Bewerbung völlig untergehen würde, weil es 30 Millionen fantastische Sängerinnen gibt, die da 10.000 Mal besser reinpassen als ich. Also das würde überhaupt nicht zur Debatte stehen für die Band. Für mich steht diese Band auch nicht zur Debatte, denn es ist nicht meine Musik. Ich finde die toll, aber nicht alles, was ich toll finde, muss ich auch machen. No, porque yo siempre he soñado con tener mi banda. Yo no soy una vocalista de sesión. Yo soy música. Yo compongo, hago mis canciones. Que siga así. Entonces, bueno, creo que es una oportunidad maravillosa para las vocalistas, que realmente su sueño sea cantar en una banda grande. Pero mi sueño nunca ha sido ese. Mi sueño ha sido tener mi propia banda y hacer, expresarme como yo quiero. Entonces ahí me vería limitada y no lo iba a disfrutar.